Guten Tag, der Rob spielt heute Train Simulator 2013. Sie fahren heute den Nostalgie-Sonderzug zur Intermodal-Modellbau nach Dortmund. Rüsten Sie die Lok auf und lassen die Fahrgäste einsteigen. Abfahrt ist um 7 Uhr. Sollte um 7 Uhr das Signal noch nicht auf HP1 grün stehen, versuchen Sie die Freigabe bitte mit Tab. Aha. Ja. Nochmal herzlich willkommen. Wir fahren heute... Wir gucken mal hier so über das Bahnhofsdach und sehen ein grünes Monster. Wunderschön. Lassen die Fahrgäste direkt mal einsteigen. Und werden die Sache hier mal ans Laufen bringen. Man muss hier so das Licht einschalten. Ja, das ist geglückt. Dann den Stromabnehmer Wählschalter verlegen. Wir haben jetzt hinten gewählt, was richtig sein sollte. Dann Richtungswende an. Auch hier angezeigt durch den Pfeil nach vorne. Das hier ist der Stromabnehmer und Hauptschalter-Schalter. Also mit drei Stellungen aus. Pantograph oben und die letzte Stellung ist für mich sehr schwierig zu erreichen, weil die so ein bisschen hakelig ist. Ich weiß, irgendwas mache ich da wahrscheinlich falsch. Aber irgendwann bleibt er da. Ja, so. Nein. Nein, ja. Nein. Komm, bleib da vorne. Junge. Na, ich muss weiter runter dann. So. So. Nee. So. Nee. So ist so. So ist so. Bleibt da stehen. Alles klar. Es ist mein Körper. Ja, es ist mein Körper. So. Wir machen mal etwas Innenbeleuchtung an hier. Die Instrumentenbeleuchtung. Man kann auch hier... hier in den Streifen, ja. Man kann auch hier Ganzbeleuchtung anmachen. Alles. Sieht auch schön aus. Aber ich wähle mal diese Einstellung. Nein. Achso, jetzt beides an. Und jetzt ist nur die Instrumenten an. Ja, das möchte ich. So, die Fahrgäste sind eingestiegen. Und wir werden mit zwei kurzen Pfiffen ankündigen, dass wir jetzt losfahren. Schön. Und uns über Tab die Benehmigung zu überfahren, das Signal zu. Es ist auch gerade auf Grün umgesprungen, wahrscheinlich. Weil wir es angefordert haben. So. Los geht die wilde Fahrt. Wir sehen jetzt hier mal eine kleine Studie. Über die Pleuelstangen. Sehr schön. Gucken wir dem Krokodil mal beim Beschleunigen zu. Der Stromabnehmer, der schön blitzt manchmal. Ist es nicht allerliebst? Ein Krokodil. So, ich würde das sagen. Ja. Wir fahren jetzt erstmal nach Kreuztal. Wir sind auf der Strecke Hagen-Siegen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und wir schreiben die Folge 26 von Let's Play Train Simulator. Jetzt ist es 2013. Die Folge 27 ist leider nochmal TS 2012. Aber ich denke, das können wir verschmerzen. Weichelzeichen hier. Licht drauf. Drin schützen. Scheint so 1, 2 aus. Was jetzt? Vorne ist ein rotes Signal. Wir müssen, ich muss auf diese Ansicht raus hier. Ich muss auch da rüber. Nein. Gott. Ich weiß es nicht genau.
wieder zu viel gelabert. Naja, gut. Geben das nächste Vorsignal, das hier wieder. Was war das jetzt? Wir geben auf jeden Fall wieder Stoff. Ich hoffe, das ganze Gameplay wird etwas flüssiger mit dieser Folge. Ah, da vorne ist ein gelbes Vorsignal. Ne? Jetzt kommen wir runter. Ganz knapp. Ja, ich hoffe, es ist etwas flüssiger geworden. Ich habe nämlich mit dem Steam Tools, keine Ahnung, Railworks auf meine SSD kopiert und ich hoffe, dadurch wird es einfach etwas flüssiger, weniger ruckeln. Ja. Ich hoffe, das bringt es jetzt mal. Achso, jetzt kommt man wieder. Da kommt schon wieder ein gelbes. Grün. Macht die Lok wirklich dieses Geräusch? Achso, das nächste Signal ist hier. Ja, da müssen wir irgendwann noch mal handeln. Jetzt hört man auch die Bremssounds, die vorher nicht vorhanden waren. Ich sehe überhaupt kein Signal. Ist doch grün. Was wollt ihr denn? Wir schalten direkt mal wieder auf hier. Bedeutet uns die kleine weiße Tafel mit der schwarzen Schrift, der schwarzen 14. Wir gucken jetzt mal, wie das Krokodil hier so durchrattert. Also hier haben wir den Geschwindigkeitsanzeiger. Was ist das hier? Diese neuen Sounds sind übrigens EAX. Warum hört sich das unter Brücken und so etwas anders an als auf der normalen Strecke? Auf jeden Fall, dieses Cockpit ist mit viel Liebe zum Detail gemacht. Können wir ja mal. Na, mach ich dann. So. Hier ist die Bremse. Die. Hier ist sie. Die. Dingensbremse hier, die. Parkbremse, oder wie nennt man das bei Loks? Ich weiß es jetzt nicht. Oder bei Triebfahrzeugen. Ich darf nicht mehr loksen. Auf jeden Fall, wir hupen. Wir pfeifen jetzt. Eine wirklich tolle Pfeife. Und probieren hier auch direkt mal die Sonnenblenden. Entrüstet.
So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Fahrt hier. Also ich vermute ja, in diesen zwei, also sozusagen im, in der Schnauze des Krokodils und im Schwanz des Krokodils sitzt jeweils ein dicker Elektromotor, der dann mittels Pleuschlangen die Bewegungsenergie des Motors auf die drei angrenzenden Achsen überträgt. Kann man sich mal hier angucken. Also hier ist der Motor. Ja, und hier sind halt die angetriebenen Räder. Das scheinen hier so Führungsrädchen, so Mitläufer zu sein. Und die biegt sich natürlich auch ein bisschen. Das ist natürlich besonders geil. Wir sollten jetzt gleich auch mal im Kreuztal anhalten. Und da Fahrgäste aufnehmen, die nach Dortmund auf die Intermodellbau wollen. Reißen die Türen auf und gucken uns mal in den Waggons um, die nämlich auch sehr schön passend zur Lok gemacht sind. So, hier Sonderzug Wien, St. Pölten, Linz, Nürnberg, Frankfurt, Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund. Wir treten mal hier den Wagen der ersten Klasse. Schöne graue Stoffsitze, man sieht es. Gehen ein bisschen durch. Zack, alles erste Klasse. Alles erste Klasse, alles erste Klasse. Ja, ja, ja. Und hier, stopp. Zweite Klasse. Die sogenannte Holzklasse, ja. Mit Holzsitzen und so. Finde ich sehr schön gemacht. Können wir ja gleich auch nochmal von außen reingucken. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Altenhundem. Wir fahren weiter nach Altenhundem. Dürfte das Signal auch gleich grün werden. Ist ein bisschen der Scheibenwischer im Weg, ne? Man sieht eine rote Lampe auf jeden Fall. So. Es kann dann auch losgehen. Ja, also jetzt. Und dann auch noch ein Rangierfahrt. Ah ne, die muss anhalten. Wir erfragen mal vorsichtig, ob wir durch. Oh, da dürfen wir nicht durch. Oh, jetzt wird's grün. Ah ja, alles klar. Ein bisschen Druck gemacht beim Fahrdienstleiter hier. Ich fahr mal so ganz langsam vorsichtig an. Schaltet ja immer mehrere Stufen auf. Normalerweise kann man nämlich hier. Das ist auch sehr schön gemacht, finde ich. Mit dem Rad aufschalten. Schaltet er immer eine Stufe runter. Da ist der Stufenanzeiger, das rote Ding. Der rote Zeiger sozusagen, wie sich da dreht. Gucken wir das hier. 13, 15, 15. Ja, sehr schön. Wir gucken mal hier die Instrumente an. Links haben wir die Fahrtrichtung, dann Lüfter, Ölpumpe, primäres Voltmeter, primäres Ampermeter, Motor,
Gruppe 1. Motorgruppe 2, stimmt das Gruppe? Könnt ihr ja mal kommentieren. Wir schalten weiter auf. Maximale Geschwindigkeit, ja gesagt maximal. Ich weiß, was ich vergessen habe. Wieso? Also. Geht's hier? Ah, hier geht's so steil den Berg hoch. Das scheint ja irgendwie keine Doppeltraktion zu sein, ne? Ich bin ja schon mal ein anderes. Ach ja, stimmt. Ist nur ein, ich glaube, es ist ein guter Wagen, der mit dem hohen Dach da hinten. Kann man den da sehen? Ja, vielleicht. Auf der Seebergbahn gibt es ein Szenario, da ist eine Doppeltraktion. Vorne orange. Darf ich das überhaupt verraten? Ja. Vorne orange Krokodillok und hinten grün. Das werden wir vielleicht auch noch fahren. Schwer beladen zu sein. Ich meine, wir beschleunigen ja noch, aber ist das wirklich eine so starke Steigung? Hm. Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir uns mal die Szenerie an. Die fast im bergischen Stil gehaltenen Häuschen. Fachwerk. Moderne Mehrfamilienhäuser auf der rechten Seite. Schön. Fällt mir. Was haben wir hier? Haben wir eigentlich nur. Keine Passagieransicht? Wieso nicht? Gibt's nicht. Schade. Mir auch noch gefallen hier. Da blitzt es immer wieder. Fliegen wir ran. Schön. Gucken wir wieder auf die Strecke, damit wir nichts verpassen. Sehr schön finde. Es ist ein zur Lok passender Lokführer an Bord. Schön mit Mützchen. Oh, den Verbandskasten habe ich auch noch nicht gezeigt. Den müssen wir uns gleich machen. Jetzt gucken wir aber erstmal nach vorne. Ich will da nichts verpassen. Grün, wunderschön. Ja, die Lok muss ganz schön ackern. Und wir gucken uns mal. Ich glaube, man kann das überhaupt den Verbandskasten. Ist der? Ist genau hinter uns. Scheiße. Scheibenwischer voranbedienen. Achso, die Scheibenwischer bedient man übrigens mit diesem Ventil. Was ist hier mit dem Signal? Ja, Signal ist grün, alles klar, sonst hätten wir auch schon. Entsprechende Meldung erhalten, dass das Signal rot ist. Und wir bleiben hier einfach mal liegen. Na, 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 so.
arbeitet jetzt wirklich heftigst, die Lok. Da fährt der Zug nochmal an uns vorbei, die Schuhe. Um 35 sind wir in Altenhunde. Und jetzt sind die Tasse, die kommt entgegen. Die Modellbahnfreunde müssen sich noch etwas gedulden. Oder Modellbauer generell. Weil unser heutiger Lok halt schnellst ist. Jetzt mit dem Triebfahrzeugführer. Finde ich auch immer schön. Und auch dieser Kontrast der roten Stromabnehmer, grüne Lok, immer schön, diese elfenbeinfarbenen Reifen oder Speichen. Speichen. So. Ein wirklich tolles Gefährt. Das wird mir sehr gut. Das ist jetzt hier der neue F3-Monitor. Früher gab es ja hier so ein Fenster auf der linken Seite, wo man auch die Signale, das nächste Signal sehen konnte. Gibt es nicht mehr. Abgeschafft, wurde durch dieses Teil ersetzt. Meiner Meinung nach. Naja. Man sollte den F3-Monitor einfach wieder einführen. Weil er wirklich schön war. Also das heißt schön, aber er hat halt relativ viele Informationen enthalten. Jetzt mit Zielanzeigen. Und das Spiel. Sinkt immer mehr ab. Ich weiß auch nicht, wie das so. Jetzt beschleunigen kann. Wir lassen die Lok einfach nochmal an uns vorbeiziehen. Wunderschön. Da hinten ist auch dieser Güterwagen mit dem hohen Dach. Hier. So ein hohes Dächlein. Ich weiß auch nicht, wofür dieses Dächlein ist. Also warum der gerade da hinten so... Stellen wir mal im Tunnel pfeifen. Schön. Mit Echo. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Also ich meine, ja, wir dürfen jetzt gleich auch mal hier den Berg erklommen haben. Dann geht es mal ein bisschen abwärts. Naja, die Lok beschleunigt schon, man sieht es. So durch. Oh, da kommt ein 51er. Muss ein bisschen zur Seite gehen. Mein Gott. Ah, hier ist welchen Endest. Okay.
Hier geht es den Berg runter. Man sieht es an den kleinen Zacken in der Strecke. Das Krokodil muss jetzt richtig Gas geben. Ich meine auch, die Höchstgeschwindigkeit wäre 80. Mehr ist da auch. Ja. So tachomäßig auch nicht mehr zu erreichen. Kann das sein? Ah ne, 100 steht hier drauf. Okay. 100 steht drauf. Schade, dass wir das Sonnenblende nicht benutzen dürfen. Sehr schön gemacht. Zack, zack, zack. Kann man doch stufenlos einstellen. Da kann man so stehen lassen. So, 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 so. Ja. Hier habe ich gestern noch ausfindig gemacht. Die Pumpe für den Stromabnehmer. Pumpe mal. Nochmal. Super. Schönes Feature. Ist vielleicht die Hilfe. Handbremse angezogen. Handbremse heißt sie, ja. Nein, ich will auch... Kriegt man die auch wieder lose? Ich glaube, jetzt machen wir noch kaputt. Scheiße! Handbremsproblem, wieso habe ich bloß damit angefangen? Also muss ich immer an solchen Sachen rumfummeln, das ist nicht gut. Aber schön gemacht, ja. Handbremse. Über dem Lennetal. Wieso, wo ist eigentlich die Lenne? Diese Beleuchtung gefällt mir so gut. Ich meine, das kommt durch dieses. Wie heißt es? Action Power aus? Oder so ähnlich. Lightning Pack oder Environment Lightning Pack. Irgendwie sowas. Auch für relativ kleines Geld zu haben. Ich denke, ich meine sowas gelesen zu haben, 5 Euro. Aber dafür hat man wirklich, also 7.27 Uhr, ja. Sieht ja schon ganz gut aus. Oh, hier ist sogar Rechtsverkehr. Ein englischer Polizist wartet auf Beute. Wie schön. Wir nähern uns mit großen Schritten alten Hunden einen Ort, den wir in Folge 27 auch besuchen werden. Eigentlich nicht so schön, aber die gleiche Strecke zu fahren. Nicht ganz aufgepasst, aber gut. Wir werden es verkraften. Wir genießen nochmal diese wunderschönen Soundeffekte. Und entfernen uns einfach mal ein Stückchen von der Lok. Die gerade Fahrt aufnimmt, um ins Tal runter zu rauschen.
Bäume, sie drehen sich zu uns. Schön. Oh, das sind richtige 3D-Bäume hier, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Ja, auch. 3D, 3D. Erkennt das immer, ob die sich mitdrehen oder nicht? Der Gegenzug, da müssen wir mal hupen. Habt ihr es bemerkt? Wenn die Lok fährt, hupt sie lang, pfeift sie lang. Entschuldigung. Und wenn sie irgendwo steht, dann pfeift sie ganz kurz. Piep. Finde ich sehr schön. Idyllisch, wie idyllisch. Ja, es ist wirklich eine entspannte Strecke. Ich könnte etwas Chill-Out-Musik unterlegen. Jetzt gleich nach alten Hunden. Und dann mal Fahrgäste aufnehmen. Kommen wir zum Stehen. Ja. Ist eher eine 3, würde ich mal sagen. Lassen die Leute ein- und aussteigen. Gucken uns mal ganz kurz hier um in Altenhunden. Können wir nochmal ein paar Details der Lok hier erkunden. Hier ein Kasten, noch ein Kasten. Führerstand 2, Führerstand 1. Gegenzug. Die Leute sind eingestiegen. Diese Bahn fährt nach Siegen. Ja, wir werden jetzt mal losfahren. Und zwar mit einem kleinen Pfiff. Ne, mit 3 Pfiffen. Wird hier verkauft. Ach, ich dachte schon.
rotes Signal überfahren. Das wäre natürlich schrecklich. Hast du eine lange Videozeit, dann eine Zwangsgabe. Oder eher gesagt, ich glaube, ein rotes Signal ist auch dann damit in. Ich glaube, es gibt da eine Option zu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gemacht habe. Naja. Wir fahren auf jeden Fall mal Richtung Finnentrop. 13 Minuten dürfen wir dort aufschlagen. Diese schönen alten Häuschen. Oder auf jeden Fall etwas länger runtergezogen und dicht. Bahnübergänge machen kein Laut mehr. Das ist komisch. Ich hatte mir extra ein Bahnübergangsset untergebracht. Stadt Meggen. Eine Überprüfung des bei Steam habe ich das wohl gekillt. Heute viel Güterverkehr, Kollegen mal hier. Knickgüterwagen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ihr könnt ja dazu mal einen Kommentar schreiben. Krokodil, schön. Fehlt mir. Hier diese kleinen Blattfedern. Sehr schön ausgeführt. Tal der Lenne. Wunderbar. Besser kann es nicht sein. Besser kann es nicht sein. Ein einsames Haus am Bahnhof. Stimmt, ein Wirtshaus.
Das fehlt mir ja schon mal sehr gut. Die neue Performance der TS 2013 Engine. Also ich bin da auch noch nicht viel mehr gefahren. Außer halt dieses Testvideo und so ein paar kleinere Versuchsfahrten. Aber das ist wirklich schön. Da werden wir bald auch mal London to Brighton fahren können. Da war nämlich immer die Performance sehr schlecht. Wir werden sehen. Da gibt es ja super Elevation, habe ich mir gelesen. Das wäre auch sehr schön. Also für meine Begriffe ist mir das Szenario doch etwas zu langweilig. Da müssten, glaube ich, einfach mehr Halte drin sein. Da wird es zwar noch länger oder halt kürzere Strecke und mehr Halte oder so. Also ich meine, so zum Zeigen ist das ja wirklich schön. Aber was ist auch hier? Probier mal aus, wie das andere Licht aussieht. Oh, jetzt auch hier unten diese rote. Was ist denn das? Das rote Klappe. Normale Beleuchtung mit der kleinen roten Klappe. Wer hängt die wohl dahin? Oder klappt die da aus? Ich weiß nicht. Machen wir ganz normale Beleuchtung an. Ist ja verboten, ohne zu fahren. Nähern uns mit großen Schritten. Finnentrop. Hier sehen wir das sehr wenige Details habende Wasser. Dass man so eingestellt. Weil das doch immer sehr viel Rechenkraft erfordert, anscheinend, um das Wasser schön aussehen zu lassen. Guck ich da jetzt auch nicht so gut wieder die Blocken im Vordergrund. Ja, dieses Add-on gibt es für ungefähr 12 Euro. Bei Virtual Railroads oder bei Microsoft. Ich werde auf jeden Fall einen Link unter dem Video posten und dann könnt ihr euch da mal umschauen. Und es gibt noch ein paar weitere Szenarien, vielleicht fahren wir auch noch mal eins. Also auf der Seebergbahn hat mir eigentlich das ursprünglich für Folge 26 war, hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Naja, wir werden mal gucken. Das ist für mich auf jeden Fall ein Traum, ja? Krokodil. Wunderschön. Gefällt mir sehr gut, gerade der Innenraum und auch die äußere Gestaltung der Lok. Sehr viel Liebe zum Detail und ich habe auch. Ah ne, die ist von Virtual Railroads, genau. Mike Gills hatte nämlich gerade nochmal geschrieben, er würde die Sounds überarbeiten und wenn das wirklich schon die überarbeiteten Sounds sind, dann hat er seine Sachen gut gemacht. War auf jeden Fall VR in diesem Fall. So, wir werden jetzt langsam mal ein bisschen bremsen. Damit wir ja nicht einen Finnentrop geile Bremsgeräusche. Ja. Die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir rollen hier
ganz langsam nochmal durch den Bahnhof und werden nochmal einmal hupen. Kommen die auch sehr schön zum Stehen. Jawohl. Reißen die Türen auf. Das ist schon die Abschieds-51er, die sich da... Ah, die steht da drüben. Kommt hier irgendwo ein? Nein. Kommt da ein? Da kommt ein. Ja, das ist die Abschieds-51er und das ist der Abschied vom Krokodil in dieser Folge, der Folge 26. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt mir ja eure Meinung entweder unter Video mitteilen... Sehr gut, erstes Etappenziel erreicht, die Fahrt endet hier und wird im zweiten Teil fortgeführt. Ah, okay. Wir werden vielleicht dann den zweiten Teil auch noch fahren. Mal sehen. Ja, wie gesagt, wenn euch das Ding hier gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt mir einen Daumen runter oder kommentiert das einfach. Entweder bei YouTube, Facebook oder auch im Relsim. Forum, da habe ich einen Thread eröffnet im allgemeinen Teil. Let's Play Train Simulator 2013. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Ja. Ich verabschiede mich. Der Sochrob sagt Tschüss.